So, Freunde, moin moin, willkommen zurück für, naja, sagen wir mal so, anderthalb bis zwei Stunden Assassin's Creed. Was haben wir vor? Wie ihr seht, sind wir hier noch unterwegs auf der Insel, die ist gestern doch noch nicht ganz fertig geworden, was nicht weiter schlimm ist. Wir haben jetzt die Quest hier offen, ansonsten bin ich gestern Abend schön von einem Söldner weggemacht worden. Ja, gut. Passiert, ne? So, wir müssen jetzt wieder in das Haus des Herrschers, des aktuellen. Könnte schwierig werden. Ja, gucken wir mal, wie sich das so macht, ne? Und auf jeden Fall jetzt die wunderschöne Axt hier, die dann aber natürlich wieder nur für Flächenschaden gedacht ist. Aber gut, gucken wir mal. So, mal gucken, ob die Wachen wieder alle zurück sind. Vorteil diesmal, ich brauche ja nicht alle töten, ich brauche mich dort nur reinarbeiten und dann ist es eigentlich schon ganz gut. So, wir verstecken uns mal so ein bisschen. Wir können uns hier scheinbar irgendwo verstecken, doch hier. So, gucken wir mal. Natürlich sind die Wachen wieder zurück. Aber nicht überall, oder? Wie es scheint, dadurch, dass die schlafen, kann ich hier eigentlich ganz gut reinlaufen, einfach so. I should try to stay out of sight. Wir müssen erstmal nach oben und beim Rausgehen können wir das ja noch anzünden. Ist jetzt nicht so wichtig. She said the medical tools are in Vrisa Fort. These must be the drugs the physician wanted. Ja. So. Was jetzt? Da hinten. Ist auch ganz schön schnell hier jetzt. Okay, kann man kurz warten, oder? Ne, warten wir nicht. Achso, wir können eh, glaube ich, Schnellreise machen. Ne, können wir nicht. Macht das Sinn? Hier unten wäre halt eine Schnellreise schön gewesen, aber macht das was mit dem Schiff dorthin? Wie viele Meter sind das? 1027. 400. Ich fahre mit dem Schiff tatsächlich. Fahren wir mit dem Schiff daran. Weil das steht jetzt eh sinnlos im Meer herum. Also dann kann ich da auch ranfahren und dann später halt von da aus weiterfahren. Das ist dann auch egal. Genau, er hat sehr schnell reingeladen, das ist gut. So, gibt's ja auch noch eine Stadt da. Slow down! Er geht nicht dichter ran, okay. Wo hier vorne eigentlich mein Ding ist. Everyone
passiert eigentlich jetzt? Nix. Jetzt fährt es direkt auch weiter. Ah ja, hier kann ich eine Festung auseinandernehmen wieder, okay. Das macht nur Sinn, dann hier auch alles zu machen, logischerweise, ne? Oben ist dann auch das Feuer. Befehlshaber Olemarch, der liegt da. Ein Befehlshaber, ein Elite steht hier. Ja. Da drüben ist noch ein Elite. Achso, sind ja auch nur eins, genau. Drei Kriegsvorräte. Eins, zwei. Zwei. Drei. Und Schätze. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Ja, dann haben wir alles aufgedeckt, denke ich. Wie man sieht, kann man immer noch mal gucken. Ja, manche Festungen sind echt einfach einzunehmen, ne? Vom Laufweg her und so. Einige sind echt schwer. Aber gut. Gucken wir mal. Ask any questions. Best keep out of sight. There's nothing. Naja. Das ging dann wohl etwas schief.
mich beeilen und so viele wie möglich, so schnell wie möglich auslöschen. Bevor die Verstärkung nämlich kommt. Schön mitgekriegt, dass ich hier gelootet habe, ist auch geil. So. Okay. Wie viel kommen denn da? Kommen ja immer mehr. Wer ist tot? Wer ist tot? Ja gut, dann müssen wir das jetzt anders machen. Dadurch, dass ich hier so ein bisschen unaufmerksam war, müssen wir das halt nach und nach machen. Müssen wir halt Stelle für Stelle machen, würde ich sagen. Kann ich jetzt hier was machen? Ne. The physician's tools. I have what the physician asked for. I should take it back to the vineyard. Wie kann denn das nochmal kommen, bitte? Dann nochmal das Leuchtfeuer entzündet werden, das verstehe ich nicht. Ich konnte es nicht nochmal löschen, aber es konnte nochmal entzündet werden, das macht keinen Sinn. Wieso springt er denn runter? Verdammt. Ich will schon hier oben sein. Beg for me to kill you.
So, wie viel Befehlshaber habe ich? Jetzt brauche ich nur noch. Oh, schön. Hier oben ist eine Truhe drin, oder? Ja. Natürlich, ne, geht da hin. So. Wow, wow, wow. Echt jetzt. Weil er daneben gefallen ist. Halt sehr langsam, ne, die Waffe. Ich muss heilen, ich muss irgendwann mal heilen, Jungs. Zwei Söldner jetzt, geil. Tja, Mensch. Na. Kommt hier hoch. Was ist das? Was macht er jetzt? Geht er wieder runter? Ja. Kannst du diesen Pfeil bitte mal anzünden? No! Put it out! Out! Ist ja auch geil.
Er schafft es nicht, den Pfeil anzuzünden, aber sich selbst. Jetzt. Was muss ich machen? Zwei Sachen noch, ne? Ja. Diese Truhe dahin. Und das Ding hier anzünden. Nein, 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 nein. Oh Gott, Alter. Das wäre jetzt nur Lack, dass ich hier nicht gesehen werde, wenn ich nicht gesehen werde. Was ist denn dieser Typ da? Schon raus, ja. Wo sind die Pferde? Natürlich haben sie die Pferde schon geholt. Ja, aber es ist cool, dass die Söldner durchaus auch stärker werden. Beziehungsweise dann zum Teil so stark sind, dass du selber nichts. Dass du es selber schwer hast, was es schon ein bisschen cool macht, ne? Was ist, wo du dann wirklich auf einmal wieder nachdenken musst und nicht sagst, oh ja, mein Gott, langweilt mich nicht. Ich mach die eh alle kaputt. Also war es ja durchaus auch schon bei einigen Spielen, dass du dann irgendwann vom Level halt einfach zu hoch warst und dann, zack, zack, bum, bang, tot alle. Liebe Wölfe. Könnte natürlich echt überall alles stehlen, ne? Aber dann bist du ja nur noch von Söldnern verfolgt. Und das macht's nicht wirklich einfach. Found your supplies. Oops. Thank you. These are specialized items. I couldn't have replaced them in time. Oh, my grapes are saved! I get the feeling that's all you've cared about from the start. Without grapes, there is no work. By healing the workers, you've saved my farm. Take this. Hmm.
Bothoron ist ignorant. Okay. Das war's dann scheinbar schon. Ja, ich denke, einige Gebiete wird man dann später nochmal bereisen. Dafür bin ich einfach zu früh jetzt, sag ich mal. Oh, wollte ich gar nicht. Wie zum Beispiel nämlich das hier. Das hier sieht nämlich ganz danach aus, weil das nix. Kein Fragezeichen und so, aber dafür gibt's hier von den Bildern her sehr interessante Sachen. Genau. Jetzt geht es hier hin. Achso. Achso, ist der Anführer. Ach, der Scheiße, Seebund. Ja. So, stimmt, ich stehe ja mit meinem Boot da unten, deswegen kann er ja. Oder können die Typen ja auch da so gut sein? Ist aber auch krass, meine Akkus sind jetzt erst vollgeladen von gestern Abend aus dann. Wander! Back! Head for open water! Die Insel müssen wir herum. Ich meine nämlich auf der anderen Seite war das Ganze dann. Singen ganz anders, wa? Attischer Seebund. Bin ich mal gespannt, ob er nicht vielleicht sogar auf dem Schiff unterwegs ist. Kurz zu Land. So, das ist gleich. Reichtum der Götter, okay. Mal kurz gucken, ist der auf Land oder ist er auf Wasser? Ne, der ist auf Land. Gibt es zwar eine Stadt oder sowas anderes? Ja. Sehe gerade keinen Hafen da drin, also werden wir mal ein Pferd losmachen.
auf jeden Fall eine Festung, die ist mir aber eigentlich relativ egal. Es gibt einen Aussichtspunkt und hier unten dann den Boss. Oh, eine Quest gibt's noch. Level hat er? 62. Okay, er läuft weg. Hat Glück gehabt. Das hätte ich mir tatsächlich geholt. Und das ist auch nochmal eine Liegestelle, gut. Was a ship. In fact, it... Ah! That ship belongs to the Eagle Bearer now. I am just his humble servant. Varnavas! You're Barnabas. In the flesh, a little older, but not a bit wiser. Miko sent me here to wait for your return. It's about Nileas. Here we go! What has my nephew gotten himself into this time? I think the trouble is real, Varnavas. You should go to him. Miko told me not to return without help, and I mean not to. I need to think. But one thing. I know my nephew. Ah, yes. He's fine. That much is certain. I'll be on the ship. And you, Mystios? I need someone to go see about Nileas. Why doesn't Varnavas think something is wrong with his nephew? It's just... Nileas was a legendary nuisance growing up. He lied, he cheated, he brawled and broke things. Some of us grow out of that. Well, now Nileas is a serious athlete, training to be an Olympic champion. And what's more, he's family to Varnavas. That is important. I'll help Varnavas' nephew however I can. Nileas lives with his caretaker, Mikus. Their house is just up the hill north of here. Ah ja, okay, das ist dann also oben, wa? Das ist nicht das Aufwasser, nee, das ist Barnabas Neffe. Hier kommt es auch nur. Ah, okay. Ist auch nochmal ein Aussichtspunkt zur Not. Erstmal holen wir uns hier noch so einen Kosmos-Typen. Cool. I should be careful. Ui, ui, ui. Na gut.
shooting from? Start looking. Can't be far. Yes, sir. Ja, nicht versauen jetzt. Zwei Schätze kann ich noch plündern, da und da. Have you spotted them yet? Clear. Nothing here. Am I imagining things again? With my help. Yes, sir. Arrows incoming. The archers over there. Fire from over there. I know where you're hiding. Still nothing. I haven't seen anything, sir. They could still be around back here and don't lie, coward. Jetzt muss ich echt das Ding hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß aber nicht, ob die überhaupt hier hochkommen. Zack, sehr gut. You should have crossed me. So. Also mal gucken, wo hier noch welche liegen. Ob ich noch was einsammeln kann. Den Dudes. So, sehr schön. Das ist nämlich wieder einer weniger. Ja, ich muss echt sagen, Axt spielt sich nicht so gut, ne? Vielleicht gegen große Gruppen, aber so richtig. Das ist auch wieder ein geiles Phänomen. Jetzt ist er mit Vieren wieder besser als das andere. Naja. Ist halt so, ne? Ich
Ich muss mal kurz angucken. Sieht auch geil aus. Athena Heldenrüstung. Spartanische Heldenrüstung, ah. Okay. Die eigentlich komplett, ja, spartanische, die hätte ich glaube ich sogar komplett, war. Das verstehe ich jetzt nicht. Vorher war der nicht so gut, aber jetzt ist der halt besser. Der noch nicht. Dann habe ich hier auch die spartanischen bestimmt, oder? Ja, reicht noch nicht ganz, aber ich denke, einige Sachen leveln auch auf, so mitunter. Kann das sein, irgendwie? Zumindest kommt es mir manchmal so vor, muss ich echt sagen. Ja, jetzt habe ich glaube ich den getötet gehabt, ne? Ja. 3 von 5. Als hat es auch Freidenker abgesehen. Bogen des Paris. Boah, der ist auch schon fett. Aber es gibt auch keine Garantie wieder. So, und den nächsten, den ich entdeckt habe, ist ja der. War es das ja auch schon. Na gut, wie gesagt, da geht's erstmal hoch auf den Berg. Oberschlacht, okay. Ich weiß doch, dass da wieder Wölfe laufen. I've seen this routine before. Gods, grant me Penelope's patience. It's not just Nileas. There have been others, all promising young athletes turning up sick or missing. Something's not right in Thassos. What goes on across Thassos is not my concern. But I know my nephew. Oh, yes. He practically worships at the altar of Ergia, a devotee of sloth and idleness he is. Help me talk sense into him, Mistyos.
Maybe you should be a bit easier on your nephew this time. He really does seem sick. Ah, you're right. I guess I didn't want it to be true. He's not a boy anymore. I can see that. He may be grown, but he still needs help. There's only one way I know how. Let me know if there is any change in his condition. I'll be at the ship making offerings to Asclepius. Give Arnava some time. But our time may run out. I have more leads to follow up on. But with Nileas like this, I can't leave his side. Maybe you can help me. Klar. Barnabas is like family to me. I want to do anything I can to help Nileas. Thank you. You know, it's not often a handsome and capable Mystios comes to this house. Wieso wird denn da so oft rumgeschwult? We shouldn't talk like this with Nileas in this condition. Now, about those leads you mentioned. Well, someone at the Champions Gymnasium must know something. Aetis was the last one to be with Nileas when he was well. They were friends. They were. If he doesn't know anything, you could talk to the doctor at the quarry. If he's the local doctor, he's bound to know something. What more can you tell me about this gymnasium? You say other athletes have disappeared? Many, yes. A lot of the athletes came here to train from elsewhere across the Greek world. So when they disappear, people think they maybe just went home. A convenient story if something bad were happening to them. Exactly. I'd like to have a word with that doctor at the quarry. The Aliki quarry is at the southern point of Thassos. The doctor there is mixed up with the training athletes and the workers. Sounds like a strange connection. Yes. Until you realize half of the workers are athletes who have given up on their training. Something's happened to them, and that doctor is the only connection I see. Athleten, die... The last person to see Nileas before he got sick was Aiti. Where can I find him? He's an aspiring athlete too, but nowhere near as talented as Nileas. He trains alone on the outskirts of the Vineyard of Glory. You're sure to find him there. Na gut. I'll follow up on these leads and check back when I know what's going on. Thank you, Mystios. And feel free to check back anytime. Ich denke, wenn dann ist es eine Zweihandwaffe. Ja. Lass mal angucken. Gut, also. Hey. Ach, die sind eh alle hier drüben. Okay. Wenn ich eben mit dem Schiff fahren kann, kann ich auch gleich auf und von da aus fahren. That is bad.
passend Wetter, ey. Sonst hätte ich glaube ich auch noch nicht. Zwei Piratenschiffe. Look at that! I can hardly believe we're this close. I need archers! Straight for us! Release now! That's the word! Archers! Ready yourself! Zweiten Schiff. Ach, schön, wie der Hai dann direkt kommt, geil. Sehr schön. Drop the sail! Viel Spaß, lieber Hai. Lass dir schmecken. Ja, kannst du dich da hinsetzen, wo du sonst jetzt war? So, ich muss mal kurz mein Tablet anschließen. So, da bin ich wieder. Okay, wir können hier ein bisschen was machen, wie es aussieht. Schon geht's wieder auf Ander. Naja. Was haben wir denn hier gefunden? Die Faust des Zeus, obwohl Poseidon was mir erstellt. Aha. Naja. Naja. Einer der Söldner hat sich gleich mal hier hin verpieselt, okay. Und hier gibt's noch einen Aussichtspunkt. Darf ich hier sein? Ich weiß es gerade nicht. Was levelt denn der? 62.
Das sind ja immer noch die Mädels. Ja, dann würde ich mich ja schon gerne von hinten anschleichen wollen. Nein, probieren wir erstmal das hier. It's not Mount Pentelikos, but this marble is impressive. Oh, ist der falsche. Was macht er denn schon wieder im Wasser da unten eigentlich? No, we need the doctor. I don't know anything. Don't ask me anything. What? No, no. Please leave. We don't want any bother. I don't want any trouble. I just want some answers. To what? Questions? Your friend looks hurt. He's very sick. Mindfog took over. We need the doctor. I was told I would find the doctor here. The doctor is gone. He's been captured. Wir sprechen nicht so schlecht. Sorry. Words are tough. My memory, my mind is a fog. Most days. Soon I might become like him if the doctor doesn't return. Soon, some men took the doctor away towards the mines, north of here. He's been gone for a long time. Did something happen to you? Something that brought you to the quarry? I don't remember. I just know that the doctor saved us and cares for us here. But without the doctor making the medicine, it's hard for us to get better on our own. Tell me about the doctor. Na klar. Good man. He makes the medicine and cures us from our sickness. You're cured. The doctor says it takes time, which is why we need him back soon. I'll look for him. Bring. I think it sieht anders aus. Please. They brought him north, towards the mines. Hey, step away from him, Mistyos. This doesn't concern you. We'll see about that. Ah,
Hat er denn sein Kätzchen gelassen? War wohl sehr anfällig gegenüber Zeugs. Ja, dann geht's direkt weiter. Okay. Gucken wir mal kurz, wie viel kann der mir denn wegnehmen hier? Der. Nicht viel. The doctor should be there. Dann ist auch noch ein Aussichtspunkt. Ich hole den einfach für dich, ja? Habe und einen Schatz noch. Wieder her. Das Pferd mitgekillt. Das habe ich auch noch nicht geschafft, glaube ich. Das wird durch einen sehr, sehr günstigen Schuss passiert sein. Stay right where you are. There's someone over there. With this much silver, yes, or there was. They rival the Dillian League's riches. There are the mines. I'll find more than silver in there. Found him. Mm-hmm.
Pfeile dann, ne? Hey, you, das waren zwei. You, hey, please, let me out, please. I was a follow me. I know their secret exit up here. Eine Steinbruchmine und das andere eine Silbermine. Interessant. Finally I'm free. I knew they couldn't hold me for long. No thanks needed. Yes, yes. Many thanks for saving me. But I must get back. My pets are waiting for me. Did they send you? Indeed. Your pets sent me. Bless my darlings. How are they? I knew they wouldn't forget me. You're referring to the workers at the quarry. Yes, yes, my pets. I care for them, feed them my medicine, and in turn, they help me with my research. I have a real bond with my pets. You look strong. Yes, yes. I can never have enough pets. You could join my family? It'll be a significant contribution to my research. I won't be your test subject. How about post-mortem arrangements? No. A great loss for research advancement. The medicine I make is quite delicious, you know. Tell me about this medicine. Oh, the medicine. I feed it to my pets when my special tonic produces side effects. Sometimes it's too strong. Side effects, like forgotten memories. Oh, yes, you know it. My pets, it's my fault, yes, yes. Yet you still feed them the tonic. I had no choice. I was forced to do it. But I will right my wrongs. I always right my wrongs. Yes, yes. The people who captured you, who were they? It was that fellow with the eye patch. He was taking orders from these other bald men. They wanted my tonic and forced me to create more. Malaka! I had no choice. They threatened to kill my pets. Then they caged you. Well, they refused to let me return to my pets, so I poisoned a few of them. Yes, yes. No one can keep me away from my pets. Yes, yes. Your pets must have a history. I don't know and I don't need to know. I just know that I was made to feed them my tonic in a strange cave similar to this one. If it fails, I get to keep my pets and care for them. This tonic must be special. Yes, yes. It makes my pets so strong. Like I said, the side effects can be rather dire. It was perhaps a miscalculation on my part. My poor pets. I need the medicine you mentioned. Give it to me. What? Whatever for. I'm not obliged to. I will do no such thing. No, no. I need the medicine for someone I know. He's afflicted with the consequences of your tonic. What? It cannot be. You wouldn't forsake a pet, would you? I cannot abandon my pets. I'm afraid it'll take time to make. Yes, yes. First, get rid of those malakas who kept me away from my pets. They're at the fortress just on the road. I'll get rid of them. I expect the medicine when I return. Yes, yes. It'll take time for me to gather the ingredients. You might want to look around Thasso City first. I heard that strange things are happening there. Yes, yes. The medicine could be helpful to Nileas. First, I should deal with the doctor's captors. Wann kommen die denn in die Höhle? Achso, das ist das, was ich aufgedeckt hatte, glaube ich, ne?
I should stay hidden if I don't want to fight. Die Insel ist gut bewohnt auf jeden Fall. Kann man sagen. So. Wir bewegen uns mal zur Festung, aber die mache ich jetzt. Mache ich die noch? Ich guck mal kurz. There he is. Das ist eine richtige Festung, jetzt muss ich eh die Festung auseinandernehmen. I need to be careful. Ja, ich mach die Festung jetzt noch. Nicht machbar. Ich bräuchte Feuer. Aber nicht wahr. Ob das geht. Es geht.
Geil. Ach, hier oben wäre auch noch ein Feuer gewesen. Nein. Was anzünden? Oh. Okay, ich muss nur mal kurz was gucken, weil er sagte, es ist ein Fehler aufgetreten, irgendwas bla bla. Aber... das hat sich so nicht bestätigt. Encrypti canini. So, mal gucken, was wir noch so Schönes finden, oder? Gut. Also meinetwegen können die jetzt auch einen Alarm auslösen. Das ist mir relativ. Das ist sogar ganz gut für mich. Weil dann nämlich vielleicht mal jemand oben an die Bombe geht. Fett aus. Legendär. Aber der ist klein.
Vielleicht hier, ja? Na, ja, der kommt ja auch zur richtigen Zeit, wa? So, hat es hier oben geknallt jetzt eigentlich, oder wie sieht es hier aus? Ja. Yeah. Schön geknallt. Was ist denn der eine jetzt mit seinem Pferd hier hin eigentlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ganz normalen Fight jetzt hier raus, hier so ein bisschen, solange er nicht abdreht. Ja, sehr schön. Jetzt fällt ja auch noch runter und ich muss auch runter. Jetzt, Alter. Habe ich jetzt ganz schön welche verballert für null und nichtig, ne? Das muss man schon tatsächlich so sagen. Ha!
gerade nicht sicher, ob das nicht grau war sogar vielleicht. Naja. Sagen, so. Viel ist nicht mehr über, würde ich sagen. Die schrecken sich immer noch gegenseitig. Wir haben einen neuen Söldner vor Ort, wie es scheint. Aber auch erstmal nicht so schlimm ist. Ich bin hier rein, hier lang. Das war knapp. So, einen vernünftigen Eingang geben hier rein. Noch ein Eingang. Aber auch hier komme ich nicht hoch, oder? Hä, wollt ihr mich verarschen, oder was? Sehr schöner Schuss.
geht doch. Hätte eine Ruhe. Hat ja alles gekillt. That's taken care of. Now, the doctor mentioned strange things happening in the city. I should look around. Ein Arzt und ein guter Hirte. Also mach ich wen die Jobs, die Schmutzarbeit. Das war klar. Das war also klar. Ich hier wieder verarschen lasse. So, das war's erstmal, Freunde der guten Laune. So, gucken wir nochmal kurz durchs Inventory. Gesehen, hier gab's was Neues. Das verstehe ich auch nicht, der wurde als grün angezeigt. Achso, zwei. Ja, im Gegensatz zu dem, okay. Das wiederum verstehe ich. Gut, wo sind wir denn mittlerweile? Auf welcher Ebene? Söldnermäßig. 2 immer noch. Anfang 2. 65. 60. Es geht dann nochmal schon ordentlich nach oben, wa? Der normale. 99, ey. Andrina, die Geliebte. Ich dachte gerade, das ist hier Dingenswomans. Ja. Achso, in die Stadt ist dann das nächste. Die Statue. Harte Lektion. Den Durst getrunken. Oh, ich denke, von hier aus gehe ich trotzdem erstmal hier hin. Ja, weil das hier kann ich dann von da unten noch aus machen. Genau. Dann reise ich jetzt trotzdem fix hier hin. Kann dann später oder morgen dann von da aus starten. Finde ich einen guten Plan, den ich da gerade gemacht habe. Gut. Soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke wieder mal fürs Zuschauen. Vielleicht bis später, vielleicht aber auch erst bis morgen. Ciao, ciao.